Der Samstagabend der Superstars. Live aus Berlin. Die Giovanni Zarella Show. Und hier ist Ihr Gastgeber. Hier ist Giovanni Zarella. Wir sagen einen wunderschönen guten Abend zu den Klängen von Marianne Rosenberg, Andreas Gabaye, Ramon Roselli, Ronja Forcher. Let's go. Buonasera, Andrea Berg und Sascha. This is my time, this is my life and I live it the way that I want. Wundervollen Gäste sind dabei. Semino Rossi, David Garrett, Kerstin Ott, Pietro Lombardi, die No Angels zu fünft heute Abend, Bernhard Brink und Maite Kelly. Du sagtest einfach Hello, einfach Hello, im Zug nach nirgendwo. Die Liebe ist wie ein neues Leben. Merci, Chérie, in New York war ich nie. Wir schliefen im Konfett, hörten Stimmen im Wind. Griechischer Wein, schenk noch mal ein. Denn mit dir liebe ich das Leben. Einfach Hello. Sagen wir heute Abend zu Knappe. Ich freue mich auf Howard Carpendale, Rolf Zukowski, Mike Leon Grosch, Beatrice Egli und der Roland, der Kaiser! Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich glaube, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Es geht
Damen und Herren. Mein Herz schlägt schneller, seit ich weiß, dass er kommt. Den langen Weg aus Kanada. Mein Freund Michael Bublé. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm fighting. And I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who's got away. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful. Nicht mehr so einfach mit Ü40. Vielen lieben Dank. Was für ein schöner Empfang. Vielen Dank von Herzen. Einen wunderschönen guten Abend, Team Velodrom in Berlin. Und einen schönen guten Abend Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Was für eine Gästeliste, oder? Mein Gott. Was für eine Gästeliste heute Abend. Die besten deutschen und internationalen Stars auf einer Bühne, auf dieser Bühne. Ganz viele neue, große Songs. Auch altbewährtes, aber eben etwas anders heute Abend bei uns. Und obwohl wir aus so vielen verschiedenen Ecken der Welt kommen, aus Deutschland und aus Kanada bis nach Kanada mit Michael Bublé, stehen wir alle gemeinsam für eine Sache hier oben. Für eine Gemeinsamkeit. Wir stehen alle für Frieden. Gewalt ist nie eine Lösung und Hass hat hier überhaupt nichts zu suchen. Musik ist das Allerschönste. Musik bringt uns zusammen heute Abend. Musik ist für Zusammenhalt. Musik kennt keine Nationalitäten. Musik ist hier, um uns schöne Momente zu schenken. Und ich freue mich auf drei wundervolle Stunden mit Ihnen zu Hause, mit euch hier im Saal und mit der besten Band der Welt unter der Leitung von Christoph Papendieck. Habe ich übertrieben mit beste Band der Welt? Nein. Warum lachst du denn, wenn ich sage, die beste Band der Welt? Darfst du nicht lachen, Christoph? Ich freue mich auf diesen Abend mit Ihnen und ich hatte einen Wunsch, als wir unsere Gästeliste kannten, hatte ich einen großen Wunsch. Es ist etwas ungewohnt, aber wenn man sich den Kaiser einlädt, dann sollte man ihn nicht warten lassen. Als wir uns das erste Mal begegnet sind, vor vielen Jahren, haben wir wirklich den ganzen Tag verbracht, damit über Fußball zu sprechen. Heute soll es um Musik gehen. Heute wird gesungen. Wobei, die Bundesliga-Ergebnisse tauschen wir immer jeden Tag aus, wenn es dann soweit ist am Wochenende. Heute natürlich auch wieder. Aber ich freue mich jetzt einfach, dass er da ist. Was er sagt, das ist einfach so. Das ist Gesetz. Und wenn er sagt, gegen die Liebe kommt man nicht an, dann glaube ich ihm das. Signore, Signori, Roland Kaiser. Thank you.
gegen die Liebe. Du bist begehrlich, mal wild und mal zärtlich, im roten Kleid, rot ist gefährlich, sind wir mal ehrlich, du brauchst einen Mann, der dein Feuer steuern kann. Die Liebe ist unentbehrlich, so unerklärlich, macht so mein Ziel, sag mir, wer hält dich, sind wir mal ehrlich, du brauchst einen Mann, der richtig anpacken kann. Tief in der Nacht, weißt du das? Gegen die Liebe kommt man nicht an. In meinen Träumen bin ich mit dir allein. Gegen Verlangen wehrt sich ein Mann. Denn das Feuer nimmt alles in Kauf und die Lust hat ihren Lauf. Gegen die Liebe kommt man nicht an. Zwischen Smoking und Samt, mit dir an der Wand, nehm ich dich ganz, das hast du doch verlangt. Sind wir mal ehrlich, ich brauch ne Frau, die mich handhaben kann. Kein echter Mann mit Herz und Verstand lässt Kurven wie dich je von der Hand. Sind wir mal ehrlich, du brauchst einen Mann, der dir alles geben kann. Gegen die Liebe kommt man nicht an. In meinen Träumen bin ich mit dir allein. Gegen Verlangen wehrt sich ein Mann. Das Feuer nimmt alles in Kauf und die Lust hat ihren Lauf. Gegen die Liebe kommt man nicht an. Wer sich gegen Liebe stellt, wer der Liebe nicht verfällt, hat das Schönste. Gegen die Liebe kommt man nicht an. In meinen Träumen bin ich mit dir allein. Gegen Verlangen wehrt sich kein Mann. Denn das Feuer nimmt alles in Kauf und die Lust hat ihren Lauf. Kommt man nicht an. Vielen Dank, Dankeschön. Danke sehr. Roland Kaiser und Band, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Giovanni. Gegen diesen Giganten kommen wir auch nicht an. Roland Kaiser! Bitte. Bitteschön. Roland, wie schön, dass du da bist. Grüß dich, mein Freund. Ich freue mich so sehr. Bitte. Dankeschön. Oh, du siehst wieder großartig aus. Danke gleichfalls. Maßgeschneidert? Natürlich. Natürlich. Warum, ja, warum frage ich überhaupt? Roland, auch, oder? Ja, bei mir auch. Siehst du? Auch. Ein bisschen. Ja, bitte. Ja, richtig. Roland, ja. Auch wieder ein Titel, bei dem ich zum ersten Mal, als ich ihn gehört habe, gesagt habe, das wird für mich persönlich ein Kaiserklassiker. Der Rhythmus, der ich Beat, hoffe die sehr, Art. Ja. Ich glaube schon. Auch wieder mit Worten gespickt und mit Sätzen, die schon sehr, ich sag mal, meine Hip-Hop-Jungs würden sagen, yo, der Kaiser traut sich was. Also, das ist ja bei mir seit den 80er Jahren so, dass ich etwas direkter bin, als manchmal das andere Kollegen tun. Ja, das stimmt. Ja. Ist das, war das immer schon, warst du da immer schon erstmal, war das ein Alleinstellungsmerkmal auch, dass du Dinge jetzt direkter ansprichst? Das ist mir so als Texter so gekommen, in den Anfang der 80er, gesagt, das ist ein guter Weg, glaube ich, weiter über Sentinel hinauszugehen.
Ja, das stimmt. Und die Reaktionen? Sind bisher positiv. Wir lassen es seit 1980 positiv. Seit 1980 positiv, mit dem Kaiser. Ja, ja. Roland, bald ist er... Ja. Vielen Dank. Ja. Bald steht ein großer Geburtstag an, ein runder Geburtstag. Ja, groß. Ja. Rund. Ja, rund, ja. Runder Geburtstag, du wirst in wenigen Wochen, kann man schon sagen, 70? Ja. Wie wird gefeiert? Ja. Ja. Wie wird gefeiert? Also erstmal, ich bin ja kein großer Feierfreak, ja, sondern ich mache eine kleine Feier mit meiner Familie und dann will ich eigentlich schon los. Ich habe ja, bereite mich auf die Sommertour jetzt los und freue mich wahnsinnig auf die Open Airs, wieder endlich rauszudürfen, von meinem Publikum zu sein. Mir geht nur wie dir, Giovanni. Bei den Menschen sein, ja. Wir wollen bei den Menschen sein. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Das ist eigentlich wichtiger als mein Geburtstag. Ich glaube, alle freuen sich auf Roland auch, oder? Auf die Live-Shows. Danke euch. Und auch bei deinen Live-Shows werden wieder, ich habe es gesehen, auch live schon, unglaublich viele sehr, sehr junge Menschen, wo man sagt, wo können die eigentlich diese alten Texte herkennen? Wie du eben sagst, aus den 80ern. Das sind ja Kinder, die waren ja damals noch gar nicht geboren. Du stehst auf einer Bühne, da sind Menschen, die vor dir stehen, 18, 20, sagst, woher? Ich habe das 1980 geschrieben. Genau. Woher weißt du das? Manche sagen es von meiner Mutter oder meiner Oma. Deine Tochter hat auch eine gute Erklärung, die gefällt mir. Ja, sie hat mir mal gesagt, das ist so, dass sie sagte, da war sie damals, glaube ich, 16 oder 17, sagte sie, weißt du, du versuchst dich nicht uns anzubiedern, wenn du dich so anziehst wie wir oder so. Du bleibst in deinem Dreiteiler, auch mögen es auf 35 Grad draußen sein, du ziehst das Ding durch, das finden wir schon gut. Ne? Ich glaube, das finden wir alle sehr, sehr gut, Roland. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, dass du dieses wundervolle Opening gemacht hast. Als wir angefangen haben, die Show zusammen zu bauen, habe ich gesagt, ich würde mich unglaublich freuen, wenn Roland die Show eröffnet, um hier richtig mal direkt ein Ausrufezeichen zu setzen im Velodrom. Da kommen noch, das kann ich euch schon sagen, da kommt ein sensationelles Programm heute Abend mit tollen Gästen. Danke sehr. Ich habe das gestern gesehen bei der Show und du machst das fantastisch. Es wird ein toller Abend für sie alle werden, garantiert. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu einer fantastischen Kollegin, da grinst du natürlich direkt. Natürlich, ja. Ihr habt etwas mehr als nur ab und zu mal etwas miteinander reden, miteinander zu tun. Ihr kennt euch seit Jahren. Sie hat auch bereits für dich geschrieben. Sie schreibt großartige Hits und macht das schon seit sie eigentlich wahrscheinlich denken und laufen und singen kann. Als ihre Brüder damals noch die Gitarre in der Hand hatten, als Kinder, fing sie schon an, mit Stift und Papier die ersten Texte zu schreiben, bis hin zu den großen Hits von heute. Gegen die Liebe zum Beispiel ist auch von ihr. Auch von ihr mit, ja. Und wir freuen uns jetzt sehr, dass sie heute Abend einen ihrer schönsten Titel für uns singt. Was wäre wenn? Hier ist Maite Kelly. It's all yours. Maite Kelly. Bellissima. Wie schön, dass du da bist. Buonasera. Ihr müsstet euch kennen. Entschuldigung, ich habe ihn geküsst, aber dich nicht. Das verstehe ich. Der war nicht schlecht, Giovanni. Ihr müsstet euch kennen. Ja. Maite, wundervoller Auftritt. Zwei Riesentitel toller zu Beginn. Song, ja. Ja, wirklich. Unglaublich schön, oder? Ja, toller Song. Aber mein wunderbarer Schauspielkollege Christian Wunderlich, der hat mich dazu angestoßen, ja, diesen Mut auch zu haben. Wehmut gehört zum Leben und den Mut zu haben, auch über Wehmut zu singen. Und manchmal, wir haben das große Glück, dass wir eine Schlagerfamilie sind. Und wir sind dafür da, um einander anzustoßen, weiterhin mutig zu bleiben. So ist es. Weiterhin mutig bleiben. Ja, und du bringst sehr, sehr oft den Mut auf, große Titel zu schreiben, nicht nur für dich, sondern zum Beispiel auch für so weitere große Künstler wie Roland eben. Was ist dein Geheimnis? Also man sieht ja, Roland hat immer einen Maßanzug an und die Songs, die du für ihn schreibst, fühlen sich auch wie Maßanzüge an. Wie kommt das? Woher kommt das? Und wann hat es begonnen? Es begann, sie war zu Gast in einem Konzert bei mir und kam hinter mir und sagte, kann ich mit dir mal offen reden? Ich so, natürlich. Das fand ich ganz gut, das Konzert, aber deine Songs gefallen mir nicht mehr so gut. Ich sage, was soll ich jetzt machen? Du musst mich schreiben lassen, dann wird es besser. Ich sage, okay. Nach zwei Wochen ruft sie mich an. Sonntags morgens 7:30. Hier ist die Maite. Ich sage, es ist 7:30. Warte, ich habe einen Riesenhit für dich. Ich sage, es ist egal, du hörst jetzt zu. Und fing an zu singen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Herr Sagan, von dir. Ich sage, Maite, mach mir ein Demo.
Das wird ein Riesending. Ja, du darfst dir nicht mal mehr ansingen. Mit einem Hauch von fast nichts an. Wer wollte ich nicht verführen? Mama mia. Stopp. Stopp. Wollen wir diesen Titel heute noch hören? Dein Song, Mädchen, ne? Das habt ihr jetzt angezündet hier. Also, ich sag mal so, wir fragen die beiden und hoffen, dass sie nicht Nein sagen. Garantiert sagen wir nicht Nein. Sehr gut, dann gibt es heute noch, warum musst du nicht Nein gesagt? Bei den Kaiser sage ich niemals Nein. Dann freue ich mich da sehr drauf. Vielen Dank, dass ihr meine Gäste seid. Wir danken dir. Wir sehen euch beide noch nicht nur zu diesem großartigen Titel, sondern auch noch zu weiteren sehr, sehr schönen Auftritten, sehr besonderen Auftritten, worauf ich mich sehr freue. Okay, danke dir. Und jetzt begrüßen wir jemanden in diesem wundervollen Saal im Velodrom in Berlin, mit dem ich auch ein sehr inniges und sehr enges Verhältnis habe, so wie ihr beiden. Ein Künstler, den ich vor vielen Jahren ja schon in meine Familie auch mit aufgenommen habe, der Teil unserer Familie ist und den ich vor kurzem erst besucht habe auf seiner ersten großen Solotournee. 10.000 Menschen waren in Köln dabei in der Lanxess Arena, als ich ihm zuschauen durfte. Und ich muss sagen, er hat sie alle begeistert. Und das wird er sicherlich auch mit Ihnen tun und mit den Gästen hier vor Ort in Berlin. Ich lass dich nicht los. Pietro Lombardi! Wenn man grad meint, es geht nicht mehr schlimmer, schlägt irgendwo ein Blitz ein und alles liegt in Trümmern. Auch wenn du's grad nicht weißt, du bist ein Gewinner, du musst dich nur erinnern. Das Schwerste ist der erste Schritt, versuch es wenigstens für mich, den Berg erklimmen für die Sicht. Ich weiß auch, wie das ist. Ich kann es sehen in deinem Gesicht. Du bist nicht allein damit. Ich lass dich nicht los, 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 los. Ich lass dich nicht los, nie wieder los. Ich lass dich nicht los, 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 los. Ich lass dich nicht los. Manchmal musst du laut schreien, doch dir fehlen die Wörter. Und es braucht etwas Zeit, bis dich jemand hören kann. Doch wenn es so weit ist, durchströmt Gefühl in deinen ganzen Körper. Denn du bist unzerstörbar. Versuch es wenigstens für dich, auch wenn mal dein Herz zerbricht. Du weißt doch, Scherben bringen Glück. Ja, ich weiß auch, wie das ist. Ich kann es sehen in deinem Gesicht. Du bist nicht allein damit. Ich lass dich nicht los, 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 los. Ich lass dich nicht los, nie wieder los. Ich lass dich nicht los, 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 los. Ich lass dich nicht los. Dankeschön. Pietro Lombardi! Hier, komm zu mir. Dankeschön, danke. Ah. Warte, ich muss ein bisschen mein Bauch frei. Aufregend? Ja, schön. Hola. Schön, dich zu sehen, Mann. Pi, man muss ja sagen, du warst erst vor wenigen Wochen hier. Ja, ich habe vor 3 Wochen in der Halle gespielt, ja. Genau, hier auf Tour gewesen. Ja. Und man muss sagen, Pietro ist, ich glaube, unglaublich beliebt. Das kann man sagen. Dankeschön. Aber auch trotz dieses großen Erfolges, man muss ja sagen, dass durch die Casting-Formate unglaubliche Künstler entstanden sind. Auch alleine schon heute Abend bei uns. Ramon Roselli, Mike Leon Grosch, Beatrice Egli, die No Angels. Dann du mit dabei.
ich kam auch aus einer Boyband. Und man muss sagen, aber du bist tatsächlich der Einzige, also viele gehen ja dann auch Richtung Schlager und aus dem Pop-Bereich hast du da unglaublich Fuß gefasst. Was macht das aus? Was macht die Connection zwischen dir und den Menschen, die dir folgen, wortwörtlich folgen, auf Instagram, aber auch bei deinen Konzerten? Ich glaube, wir sind einfach eine große Familie. Wir haben hart dafür gekämpft, um hier stehen zu dürfen. Und ja, ich bin sehr stolz. Das kannst du auch sein. Ich habe Pietro gefragt, ob er gleich noch mal dazukommt zu einem ganz, ganz besonderen Auftritt. Und er hat gesagt, er kommt wieder. Der Text, den wir gleich singen, ist sehr kompliziert. Achten Sie gleich darauf. Es sind zwei Worte, die wir in die richtige Reihenfolge setzen müssen. Immer und immer wieder. Pietro Lombardi. Pi, danke. Danke, Mann. Ja. Ich muss dem kurz raushelfen. Wir haben eine neue Rekordhalterin im Haus, hier im Velodrom. Seit zwei Wochen ist ihr selbstgeschriebener Megahit, die immer lacht, die erfolgreichste Schlager-Single, das erfolgreichste Schlager-Video überhaupt mit über 200 Millionen Aufrufen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Und das wünsche ich ihr auch für ihren neuen Song, für ihre neue Single. Ich habe sie unglaublich. Komm zu mir. Kerstin, komm zu mir. Kerstin, komm zu mir. Ach, guck mal. Sie macht es immer wieder mit mir. Ich mach den Pietro. Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Der stand hier ewig lange. Schön, dich zu sehen. Setz dich. Da war sie weg wieder, du. Da war sie weg. Mir wurde schon gesagt, dass wir uns ein bisschen beeilen müssen. Wir haben schon ein bisschen angefangen zu überziehen, aber so schnell müssen wir auch nicht machen. Und ich muss wieder drunter leiden, ne? Nein, musst du nicht, um Gottes Willen. Nein. Wir holen das alles hinten raus. Wir gucken, wer hinten dran ist, fällt hinten über, ist dann nächstes Mal dran. Nein, Spaß. Kerstin, neuer Song. Wo gibt's den zu hören? Auf meinem Deluxe-Album. Das ist jetzt gerade ganz frisch draußen. 6 neue Songs. Und das ist einer davon. Das ist schön. Ganz toller Titel. Einfach nein muss man auch mal, sagt ihr auch mal in der Beziehung, weil ihr, das hast du mir verraten, du und dein Schatz, ihr führt eine sehr, wie kann man sagen, eine italienische Amore, hast du mal gesagt. Bitte, das musst du mir erklären. Ja, also bei uns gibt es natürlich auch ab und zu mal Zoff. Und ja. Das Wort ist irgendwie so geflügelt geworden, weil ich habe das mal in einem Interview gebracht, italienische Amore, jeder weiß, was das heißt, da fliegt man Teller. Das ist ja Leidenschaft. Kennst du doch auch, oder? Leidenschaft. Bei uns endet das ab und zu dann auch mal im Lachflash und dann ist der Streit erledigt. Das ist gut. Ja, ich glaube auch. Du bist aber eine sehr gute Beifahrerin, habe ich gehört. Ja, es geht so. Mit Bremsen, mit Fluchen. Liebe Grüße an deinen Schatz. Ja, ich habe immer Angst. Aber es gibt auch sehr schöne und sehr viele und harmonische Momente. Ihr habt auch ein gemeinsames Hobby. Ihr malt gerne gemeinsam. Ja, genau. Also bevor das mit der Musikkarriere richtig losging, haben wir auch eine Bildausstellung oder ein, zwei Bildausstellungen schon gehabt. Und ist heute unser Hobby und ein sehr schönes. Ach, sehr schön. Wie malt ihr denn? Malt ihr gemeinsam an Bildern? Ja, nicht gemeinsam an einem zur gleichen Zeit, aber manchmal ist man so ein bisschen wie in der Musik auch, da fragt man sich, welche Farbe nehme ich als nächstes, aber wir stellen das schon zusammen auch fertig. Sehr schön. Den finde ich wunderschön, aber der ist, glaube ich, auf einer Wand, richtig? Ja, den hat meine Frau damals gemalt und der war wirklich so mega toll. Leider ist er auf einer Wand gemalt gewesen und die gibt es heute nicht mehr. Na gut, okay. Kerstin, danke, dass du da bist. Wir sehen dich heute nochmal mit einem zwei besonderen Auftritten noch. Ich glaube, da freuen sich alle sehr drauf. Und wir begrüßen gemeinsam unseren nächsten Gast, auf den ich mich wirklich sehr freue. Jetzt kommen wir zu einem Gast, auf den ich mich sehr gut vorbereitet habe. Denn mit ihm sind die Auftritte immer sehr, sehr überraschend. Wenn zu meinen Eltern ins Restaurant ein Gast zum zweiten Mal kommt, scheint es ihm beim ersten Mal wirklich gut geschmeckt zu haben. Wenn er dann ein drittes, viertes und fünftes Mal kommt, gibt es irgendwann auch einen Krapper aufs Haus. Geht es dann Richtung 10, 12, 15, gibt es irgendwann sogar den guten Krapper. Er kriegt bei mir seit Tag 1 den besten und schenkt uns ein großartiges Medley. Hören Sie genau hin. Hier ist Howard Carpendale. Und von hier, da kann ich rüber in dein Zimmer sehen.
In letzter Zeit bleibst du oft zu Haus, wenn andere tanzen gehen. Er lebt nicht mehr bei dir und wie in jede Nacht steht dein Fenster auf, das Radio ist an. Du gehst herum und schaust zum Telefon und weißt doch, niemand ruft dich an. Samstagnacht und du hast nur deine Lieder. Die Sehnsucht kommt wieder in jede Samstagnacht. Du machst die Augen zu, tanzt deinen Blues. Niemand hat an dich gedacht. Die Zeit, wo die Sehnsucht erwacht, kommt in jede Samstagnacht. Hervorragende Band Chris Babendick und seine Musiker. Live gespielt, Thanks, Chris Babendick und Band.
Ich muss ganz ehrlich sagen, auch nach 54 Jahren liebe ich nichts mehr, als wenn ich Musik hinter mir habe. Diese Konservemusik, ich brauche Live-Musik. Das ist einfach schön. Howard Carpendale! Danke dir. Thank you. Howard, by the way, schicke Jacke. Ja. Elvis Presley, haben wir eben gehört, spielt eine unglaublich wichtige Rolle bei dir. Du, in den 50er Jahren, als ich 8, 9 Jahre alt war, die Musik war ziemlich langweilig. Und auf einmal, baff, aus nirgendwo kommt dieser Typ. Er hat die ganze Jugendkultur geändert auf die ganze Welt. Und ich habe ihn geliebt. Ich bin immer Elvis-Fan gewesen und es ist immer ein Lied von ihm dabei, wenn ich auf Tournee bin. Es ist ja jetzt wieder soweit. Ja. In wenigen Tagen, muss man schon sagen, geht's weiter. Am 20. sind wir dreimal in Frankfurt und endlich diese Show, die wir 9-mal in dieser Stadt präsentiert haben. Wart ihr dabei? Ein paar? Natürlich. Ja, okay. Jetzt haben wir 9-mal Berlin gespielt und ja, ich freue mich sehr drauf. Es ist einfach, glaube ich, wichtig, dass Menschen wieder Unterhaltung erleben und auf andere Gedanken kommen. Ja, ja. So ist das. Howard, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Den Grappa trinken wir gleich Backstage. Howard Carpendale, danke von Herzen. Wir kommen nun zu einer weiteren wirklich sehr, sehr lieben Kollegin, die für absoluten Kultschlager steht. Wir haben alle schon auf ihre Lieder getanzt. Man könnte fast schon sagen, sie gehört zu uns wie ihr Name an der Tür. Ihre Vorbilder waren die Disco-Queens der 70er und 80er Jahre. Und an diesem Sound hat sie sich orientiert. Sie hat sich diese Songs vorgenommen, Titel vorgenommen, sie neu umproduzieren lassen, in die jetzige Zeit transportiert, eigene schöne deutsche Texte dazu geschrieben und sie mit ihrer eigenen und dieser einzigartigen schönen Stimme ausgeschmückt. Aus dem Album Diva. Hier ist Marianne Rosenberg. Große Champions bei uns, nicht nur auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne. Unglaublich schöne Inszenierung. Und nochmal einen ganz großen Applaus für all die Menschen, die hinter der Bühne arbeiten. Wahnsinn. Unglaublich schön. Heute Abend wollten wir eigentlich auch George Ezra hier begrüßen. Er ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Liebe Grüße. Ich hoffe, dass er dann zur nächsten Show kommt und bei der nächsten Show dabei ist. All the best, take care. And hugs from Germany. Alles zu seiner Zeit, alles zu seiner Zeit. Ich finde, wir machen das schon ganz vernünftig hier. Wir kommen jetzt zu einer Künstlerin, auf die ich mich wirklich sehr freue. Es ist das erste Duett für mich heute Abend mit einer Frau, mit einer großartigen Künstlerin. Den Titel, den wir gleich gemeinsam singen, den hat sie mit DJ Bobo zusammengeschrieben. Und es ist übrigens der Lieblingssong meiner Frau. Sie wird hier gleich stehen und tanzen wie wild, genau wie der Rest wahrscheinlich des Velodroms. Wir wollen sie nicht länger auf die Folter spannen. Ja, ich will. Andrea Berg! Ich weiß es noch, wie es damals war. Erste Mal mit 17 Jahren in unserem kleinen Zelt am Baggersee. Chissà se adesso riderai, ma io non l'ho scordato mai. In Vespa a Roma a prendere un caffè. Der erste Kuss beim Flaschendrehen. Mit dir im Mondschein baden gehen, das war so schön. Komm, lass es wieder geschehen. Ja, ich will mit dir am Strand auf weißen Pferden reiten. Ja, ich will, will um
Aspettavamo il sole sorgere. Wir waren jung und unbeschwert, die ganze Welt hat uns gehört. Del tempo andato quanto resterà. Ich hab nicht einen Tag bereut, ich geh bis ans Ende der Zeit. Ja, ich will mit dir am Strand auf weißen Pferden reiten. Ja, ich will wild und verrückt sein wie in alten Zeiten. Ich hab noch immer Gänsehaut und Schmetterling. Svegliarmi fra le onde il sole, sì, con te, tutta la notte in spiaggia a far l'amore. Io sento ancora il fremito, farfalle nello stomaco, perché tu sei bella così da me. Bella, bitte. Gut, lass uns mal. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, du bist froh, die Menschen wieder zurückzuhaben. Guck mal, ist das nicht geil? Wie haben wir das vermisst? Andrea, du hast dich vor allem auch in dieser... Dürften wir ein Taschentuch haben vom Backstage, ganz kurz bitte? Ich habe vor allem auch das Gefühl gehabt, und ich habe es ja auch selbst mitbekommen, wie du dich auch eingesetzt hast in der Zeit eben jetzt, wo eben nicht alles erlaubt war, aber eben wo es auch diese, ja, diese Änderung eben gab. Du hast dich eingesetzt für Kinder aus der Ukraine, die unsere Hilfe benötigt haben, und das hat erfolgreich funktioniert. Was ist genau geschehen? Was hast du gemacht? Danke. Das, was wunderbar an dieser Sache war, wir sind alle geschockt und fassungslos. Aber das, was ich spüre, wenn ich irgendjemanden anrufe und sage, ich brauche jetzt Insulin, ich brauche das, ich brauche Lkw-Fahrer, ich brauche sofort, Andrea, wo, wann sollen wir da sein? Wir kommen sofort. Und das zieht sich durch die ganze, durch alle Menschen durch. Und ich denke, das ist das Positive, die Liebe, die Nächstenliebe, das Mitgefühl, die Menschlichkeit. Dafür sollten wir jeden Abend ein Licht anzünden und dankbar sein, ja. Schön. Ich glaube, an dieser Stelle können wir nochmal betonen, wie schön es ist, vor allem jetzt auch bei uns in Deutschland. Hier bekommen wir es ja direkt mit, wie Menschen Hilfsgüter senden, wie wir spenden, wie wir unsere Türen öffnen und Menschen aufnehmen, die auf der Flucht sind. Also vielen Dank auch an Sie zu Hause und hier im Saal, all den Menschen, die helfen, dass es anderen besser geht. Andrea. Es ist ein besonderes Jahr für dich, 2022, 30 Jahre Bühnenjubiläum. Was passiert alles? Also ich habe heute Mittag schon mal einen entscheidenden Satz gesagt. What's your grandma doing tonight? Es ist toll. Wir haben 30-jähriges Bühnenjubiläum und wir werden
ein Riesenfest feiern. Ich habe ein neues Album aufgenommen. Ich war gerade mit DJ Bobo in Miami. Wir haben tolle neue Songs, voller Lebensfreude. Das kracht richtig und macht so großen Spaß. Aber was das Allerschönste ist, wir feiern das zusammen. Mhm. Meine Mitte, meine Zentrale ist dieses Musikmachen mit Menschen, für Menschen, mit Freunden. Ich habe in diesen 30 Jahren so viele wunderbare Kollegen und Kolleginnen im In- und Ausland getroffen. Und alle haben gesagt, wir kommen zu deinem Jubiläum. Am 29. und 30. Juli feiern wir in meiner Heimat Asbach, in meinem großen Wohnzimmer in der Arena. Und der Oberkiller ist... Wir strahlen es aus. Du wirst der Gastgeber sein mit mir zusammen. Das freut mich sehr. Wir beide machen diese Sendung zusammen mit all den vielen großartigen Kollegen. Und wir haben sogar eine Eurovisionsshow am 6. August. ZDF, ORF und das Schweizer SRF. Fernsehen strahlen alle drei sind unsere dabei. Show aus. Das wird unglaublich schön. Also 29. und 30. Am 29. und 30. bei mir zu Hause. Zwei Tage live und das Ganze gibt es dann am 6. Mit ganz vielen tollen Gästen und Überraschungen und ich schwöre dir, du kommst auch dran. 100%. Das ist eine Einladung. Das war keine Drohung, es war eine Einladung. Natürlich, wir machen das gemeinsam. Am 6. August wird dann hier bei uns im ZDF ausgestrahlt. Wir sehen dich heute Abend noch zweimal und ich muss sagen, mit zwei sehr, sehr besonderen Auftritten. Einmal eine Performance mit zwei Freundinnen, die es so bisher noch nicht gab. Etwas ganz Frauenpower, oder? Frauenpower pur. Da könnt ihr euch, da wird der Saal komplett stehen, wieder mal heute Abend. Und noch mit deiner neuen Single, die erste neue Single nach 4 Jahren von Andrea Berg. So heißt auch das Album. Ich würde es wieder tun. Ich würde es wieder tun. Aber sowas von. Ja. Wir auch. Wir freuen uns darauf, dass du noch zweimal bei uns reinschaust heute Abend. Vielen lieben Dank, Andrea Berg. Grazie. Und mit der nächsten Künstlerin, Andrea, müsstest du gemeinsam haben. Du gehst ja auch gerne laufen und wandern, das hat sie auch getan. Sie nämlich hat das Matterhorn bestiegen und zur selben Zeit noch währenddessen ein ganz wundervolles Album aufgenommen, das auf Platz 1 auch noch der deutschen Albumcharts gegangen ist. Ich freue mich, dass sie heute Abend hier ist und uns einen neuen, schönen Titel präsentiert, der von einem respektvollen Umgang miteinander spricht. Hier ist, mit ganz egal, Beatrice Egli. Beatrice Egli. Dankeschön. Beatrice. Ganz egal, was alle sagen. Wer dich gehabt ist, komm, steh auf, geh raus und zeig dich, schau dich für mich. Wie schön du bist, schön dich du zu sehen. Du siehst toll aus, bitte, setz dich, mein Schatz. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Grazie. Prego, carissima. Was bewegt einen dazu? Du stehst ja eigentlich, wie es wahrscheinlich jeder Moderator sagt, jeder Gastgeber, für gute Laune, lachst viel, und, aber irgendwie so Themen scheinen dir sehr am Herzen zu liegen auch. Ja, klar, es gibt so viele Menschen, die mich kennen, gibt es Meinungen über mich und natürlich gibt es immer wieder Kommentare, du bist zu dick, du bist das, du bist dies, du bist hässlich, du bist jenes. Aber hey, und wisst ihr, warum ich das so laut singe? Weil ich einfach jeden dazu motivieren möchte, steht zu euch. Jeder ist einzigartig, wie er ist. Ich finde dich wunderschön, Beatrice, und ich finde es so toll, dass du bei mir zu Gast bist. Vielen Dank. Danke sehr. Ich hoffe, dass ich ganz viel motivieren kann, zu sich zu stehen. Das wirst du, man merkt es ja schon in den Reaktionen hier im Velodrom. Das mit dem Matterhorn habe ich ja in der Anmoderation gesagt, das ist tatsächlich ein Fakt. Du bist wirklich an der Spitze des Matterhorns gewesen. Ja. Und nicht mit dem Hubschrauber. Nein, tatsächlich 4478 Meter über Meer bin ich hochgeklettert. Das ist der Todesberg leider, weil sehr viele Menschen oder meisten Menschen an diesem Berg auch gestorben sind, weil er so gefährlich ist. Und ein Jahr habe ich mich intensiv darauf vorbereitet. Ich habe die Challenge gesucht. Es gab die 100% Woman Peak Challenge. Also nur Frauen haben 4000 Berge bestiegen und ich habe gesagt, ich mache mit, ich fühle mich motiviert, ich möchte es mitmachen. Und es wurde das Matterhorn, weil ich das immer schon bestaunt habe oder aus Schokolade gegessen habe. Und ich dachte, jetzt gehe ich mal hoch auf diesen Berg. Und tatsächlich, ja, ein Jahr Training und ich habe es geschafft. Toll. Das Matterhorn bestiegen. Wenn man da oben steht, schaut man runter und sagt, ich habe es geschafft, aber dann ist ja noch nicht vorbei. Nee, tatsächlich, das Hochsteigen ist schon, Klettern ist schon echt hardcore, aber
es ist wie im Leben, bergab ist viel harter. Also die Beine und alles, ich kann euch sagen, ich habe echt geflucht. Und ich glaube, man hat auch mal Gesichtsausdrücke von mir gesehen, die man vorher noch nicht gekannt hatte. Also ich habe auch mich selber neu kennengelernt. Abwärts, ja, es ist tatsächlich das Strengere als aufwärts. Bei dir geht es im Leben, im wahren Leben, bei der Karriere und auch im Privatleben hoffentlich immer weiter aufwärts. Mit eigener Show jetzt auch. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Beatrice Egli, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, Beatrice. Danke, Giovanni. Wir sehen uns auch gleich nochmal. Wir machen etwas sehr, sehr Besonderes zusammen. Eine besondere Zeitreise, könnte man sagen. Dazu gleich mehr. Wir kommen zu unserem nächsten Gast, der ähnlich wie ich auch zwei Herzen in seiner Brust trägt. Eine Seite für den Fußball und die andere für die Musik. Und bei ihm war es so tatsächlich, dass er noch näher an seinem Fußballtraum, Fußballstar oder Fußballspieler zu werden, professioneller, noch näher dran war als ich. Er hat für Energie Cottbus gespielt und dann auch für die Hertha hier in Berlin. Dann aber kam wirklich eine unglückliche Verletzung dazu. Das Sprunggelenk hat nicht mehr mitgemacht und dann war der Traum mit dem Fußball beendet. Bei mir war es das fehlende Talent. Bei ihm war es eben die Gesundheit in dem Fall. Glücklicherweise ist er ein fantastischer Songwriter und auch Sänger. Und das wird er uns gleich sagen. Er sagt nämlich zu uns, ciao, hier ist Knappe. Das ist ein guter Song. Verbote Zeit, hier muss ich nicht alles rein und ich feier sonst mehr. Und ich mach mir keine Sorgen, denn das Beste liegt noch vor uns. Ja, das war's alles wert. Was immer so war, muss ich immer so bleiben. Grüß die guten alten Zeiten und ich sag ciao, ciao, ciao an das Leben, das wir kennen. Denn ab jetzt wird alles anders, es ist nichts mehr wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ja, und das ist erst der Anfang. Ich will losziehen und nie ankommen. Es ist nichts mehr wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Es ist Zeit für gute Zeit. Hier muss ich nicht alles rein. Und ich freue mich sonst mehr. Und ich mach mir keine Sorgen, denn das Beste liegt noch vor uns. Ja, das war's alles wert. Was immer so war, muss ich immer so bleiben. Grüß die guten alten Zeiten. Und ich sag ciao, ciao, ciao an das Leben, das wir kannten. Denn ab jetzt wird alles anders, es ist nichts mehr wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ja, und das ist erst der Anfang. Ich will losziehen und nie ankommen. Es ist nichts mehr wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Irgendwann komm ich zurück. Macht euch keinen Kopf um mich, Berlin. Weiß dann bestimmt, wie früher ist. Und bis dann sag ich ciao, ciao, ciao. Komm, Berlin! Und ich sag ciao, ciao, ciao. Und ich sag ciao, ciao, ciao an das Leben, das wir kannten. Denn ab jetzt wird alles anders, es ist nichts mehr wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ja, und das ist erst der Anfang. Ich will losziehen und nie ankommen. Es ist nichts mehr wie es war. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Und ich sag ciao, ciao, ciao. Ciao,
Und wir sagen danke und ciao, Knappe. Grazie. Danke, Giovanni. Vielen Dank. Schönes Ding. Nun, jetzt gibt's auch mal wieder von mir neue Musik. Ich habe mich auf einen Titel konzentriert oder die Idee für einen Titel gehabt, der für etwas Wichtiges in meinem Leben steht. Denn oft ist es so, dass man im Leben, das kennen Sie zu Hause sicherlich auch, auf dem falschen Weg ist oder irgendwo stecken oder hängen bleibt und man denkt, dass es irgendwie nicht wirklich weitergeht. Das ist bei der Arbeit manchmal, manchmal ist es innerhalb einer Beziehung oder irgendwie einfach mitten im Leben. So war das bei mir auch, so kennt das irgendwie jeder. Und ich glaube ganz fest daran, dass es in diesen Momenten einen Schutzengel gibt, der einem hilft, der einem Halt gibt, der einen in die richtige Richtung schubst. In Form von Menschen, aber eben auch manchmal irgendwoher. Mit Entscheidungen und Ideen und Dingen, die plötzlich im Kopf sind und stecken. Und mein Titel hat einen Spruch, der, glaube ich, alles sagt. E se io cadrò nel fiume della vita pensando che sia finito, mi solleverà. Wenn ich in den Fluss oder in den Fluss des Lebens falle und denke, dass es vorbei ist, holst du mich da raus. Und das ist meistens genau dieser Schutzengel in Form der Menschen, die wir so lieben. Hier ist Un Angelo. Seduto qui nel silenzio sento un angelo, mi parlerà di quello che sa già della vita mia, soffiando via i pensieri come questa notte immobile di solitudine, non c'è amore dentro me, ma so che un angelo c'è e ovunque andrò lei mi sarà vicino, leggendo nel mio destino mi proteggerà e quando io cadrò pensando che è finita, mi solleverà, perché nel cuore io so che un angelo c'è, invisibile nel dolore che civiltà. Guarderò l'amore più non ho
Grazie. Vielen Dank. Okay. Lasst uns gemeinsam in die Zukunft blicken. Wenn Andrea Berg, die wir heute haben zum Glück zu Gast haben, ein Album veröffentlicht, dann sollte man in derselben Woche, wenn man denkt, dass man auf eins gehen könnte, kein Album veröffentlichen. Wenn Andrea veröffentlicht, dann ist die Eins reserviert. Und ich freue mich, dass sie heute Abend gleich noch einen großen, großen Titel singt, den wir erstmals hören. Und am 29. Juli ist es soweit, da kommt dann ihr Album zum 30-jährigen Jubiläum. Freut ihr euch schon drauf? Und auf diesem Album gibt es sehr, sehr besondere Duettversionen. Ich kann so viel verraten, unser Ja, ich will ist natürlich auch mit dabei. Aber nun bekommen wir einen ganz exklusiven Einblick auf und einen Vorgeschmack auf Andrea, kommt schon gleich. Auf Andrea Berg mit zwei Kolleginnen, was sage ich, Freundinnen, auf dieser Bühne. Erstmals zu dritt. Andrea Berg, Kerstin Ott und Maite Kelly. Tiefschwarze Nacht. Und ich friere, ich wach auf und ich sehne mich nach dir. Jedes Wort von ihm tut so weh, wenn sie sagt, es war schön mit dir. Jedoch wenn du sie liebst, auch sie belügt. Nimm unsere Träume mit, lass nur nichts zurück. Ich habe dir vertraut, hab so an dich geglaubt. Mein Herz will schreien, will sich befreien, doch dir ist das egal. Jedoch wenn du sie auch sie belügst, nimm unsere Träume mit, lass nur nichts zurück. Ich habe dir vertraut, hab so an dich geglaubt, mein Herz will schreien, will sich befreien, doch dir ist das egal. Auf dem Zug, ich halte es kaum noch aus. Von dir zu träumen ist mir nicht genug. Wer holt mich hier bloß raus? Ein kurzer Blick nur und es war passiert. So unbeschreiblich schön. Am besten funk ich jetzt mal Kirsten an. Ein Problem,
So kann das hier nicht weitergehen. Ich brauch dringend eine Landebahn, damit ich landen kann. Hallo Houston, ich hab ein Problem. Verdammt, ich muss ihn doch wiedersehen. Weil an meinem Sternenzelt das Wichtigste noch fehlt. Hallo Houston, ich hab ein Problem. Ihr werdet euch natürlich alle wiedersehen beim großen Open Air in Asbach zum 30-jährigen Bühnenjubiläum. Da sind wir alle mit dabei. Und schon hier und heute gibt es in Kürze die nächste Premiere, nämlich den ersten neuen Song von Andrea Berg nach 4 Jahren. Das müssen Sie gleich hören. Unglaublich schöner Andrea Berg-Titel. Vielen lieben Dank! Ja, unser nächster Künstler hat vor kurzem seinen 50. Geburtstag gefeiert. Und dieser 50. hat ihn wirklich sehr beschäftigt. So sehr, dass er gesagt hat, ich widme diesem schönen, runden Geburtstag eine Biografie und natürlich auch eine Tour. Wir schauen sicherlich alle dort vorbei und er wird uns zeigen, was es da zu hören gibt. If You Believe, Sascha! Game to play, your eyes they show no fear. I burn inside and cannot wait to be the man that feels your body close. He's here to set you free, to hold you near and satisfy your needs. You shiver as I touch your neck, I slowly close your eyes. I can't resist you even if I try. We both surrender to the touch as we lay there side by side. Everything around us disappears. Oh, if you believe in love tonight, I'm gonna show you one more time. 'Cause if you believe, then let it out. No need to worry. If you believe, if you believe, if you believe, then let it out. As you run your fingers through my hair, your lips come close to mine. The tension becomes more than I can bear. They and your wrap your arms around me, I can feel your every move. This feeling could now lead us anywhere. Now we leave the world behind us, this moment we both share. Just you and me, that's how it's meant to be. I never wanted you so much, I can feel your every breath as you gently whisper in my ear. 'Cause if you believe in love tonight, I'm gonna show. If you believe, then let it out.
Heute für dieselbe Farbe entschieden. Haben wir schon wieder den gleichen Anzug an? Sehr schön. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Den Mann, den jeder liebt. Kann das sein? Wirklich. Unglaublich, Sascha. Es macht so einen Spaß mit dir. Vielen Dank. Danke dir. Sascha, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, wieder hier zu sein. Sehr schön. Eine tolle Show. Einfach eine Wahnsinnsshow. Und es ist immer eine große Ehre, bei dir zu sein. Vielen, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Giovanni Zarella. Grazie. Grazie. Sascha mit 50. Der eine oder andere kommt in den Midlife-Crisis. Du sagst dir andersrum, jetzt geht's erst richtig los wieder. Ja, man muss ja irgendwie gucken, man muss auch wissen, wie man damit umgeht und so. Und ich habe mir wirklich überlegt, schon 2 Jahre vorher, ich habe schon lange ein Projekt vor, eine große Show zu machen, eine Revue. Also es ist keine normale Konzertreihe, sondern eine Show, wo eigentlich ein bisschen wie hier, wo Tänzer, Showtreppe, alles und das Ganze live. Und ich bin sehr bescheiden, was das angeht. Das ich habe das Ganze um mein Leben gestrickt. Es ist und ich habe gedacht, ich erzähle euch ein bisschen aus meinem Leben während der Show, also von meinen Anfängen bis heute. Und das wird die Show sein und die wird, ich glaube, am 1. Oktober geht's los. Vielen Dank, kommt vorbei, wirklich ganz im Ernst, das wird richtig toll. Vielen lieben Dank. Sascha? Ja, bitte. Wenn du so anfängst, ne? Nein, eine Frage muss ich noch stellen, weil ich krieg schon aufs Ohr, dass wir uns beeilen müssen, aber... Was? Du hast, als du deinen Antrag gemacht hast, Heiratsantrag gemacht hast an deine wundervolle Frau, hast du den Ring, versteckt an einen besonderen Platz? Wo? Du hast gut recherchiert, ne? Sehr gut. Oder dein Team, ihr habt auf jeden Fall sehr gut recherchiert. Es war in meiner Unterhose. Warum? Also man muss dazu sagen, es war, natürlich fragen sich jetzt die Frage, warum ist eigentlich klar, sondern wo? Wo in der Unterhose? Nein, es war ziemlich schwierig, den Antrag zu machen, weil es war so on the fly. Ja. Also es war so ein bisschen so auf, ich wusste nicht genau, wann der richtige Zeitpunkt ist und es war immer falsch. Und dann haben wir Silvester gefeiert, eigentlich sollte es Silvester sein. Dann habe ich gesagt, am nächsten Morgen mache ich das. Und bevor ich dann irgendwie ganz unbeholfen den Ring irgendwo herfummel, muss ich den irgendwie bei mir haben. Klar, ist völlig normal. Und dann habe ich den natürlich im Kästchen, sorry. Also in Zukunft. Die Flughafen im Kästchen bei mir gehabt. Ich habe ihn bei mir gehabt. Unterhose vergessen wir jetzt. Ich hatte ihn bei mir. Wenn's bei der Flughafen-Security, wenn es bei Sascha hier piepst, keine Sorge, alles ist gut. Ja? Vielen Dank, Sascha, grazie mille. Jetzt bin ich gespannt, ob Sie diesen jungen Mann erkennen. Es ist nicht Sascha und auch nicht ich. Denken Sie sich die Haare etwas länger. Im ersten Lebensjahr liegt sein Talent noch tief verborgen. Aber als David mit 4 eine Geige bekommt, legt er los. Und wie? Okay. Aber sein Spiel verbessert sich rasant. Geigenstars wie Yehudi Menuhin sind von dem Wunderkind begeistert. Der Junge startet durch. Sein erster nationaler TV-Auftritt 1991 im ZDF. Ein Star ist geboren. David Garrett. Und heute Abend ist er hier bei uns in Berlin und hat ein Lied mitgebracht, das vielleicht nie aktueller war als im Moment. Es ist ein Appell an die Solidarität und ein wundervolles Miteinander. Hier ist David Garrett, You Never Walk Alone. When you walk through a storm, hold your head. And don't be afraid.
Mr. Garrett. Wie schön, dass du da bist. Oh. Du schreibst oder du hast bereits, da möchte ich direkt drauf zukommen. Hier ist dein Mikrofon, bitte. Du hast deine. Schönen guten Abend erstmal. Buonasera! Schön, dass du da bist, Mann. David. Danke, dass ich hier sein darf. Danke dir. Freut mich sehr. Wir haben ja schon erfolgreich geprobt heute Mittag zusammen. Es lief sehr, sehr gut. Ja, definitiv. Besonders jetzt. Besonders war jetzt. Super krass. Grazie. Toller Künstler hier, alles live. Respekt. Ne? Dankeschön. Danke. Grazie. David, du hast deine Autobiografie geschrieben. Ja. Die Bilder, die wir gerade gesehen haben, die spielen darin auch eine große Rolle. Ja. Erzähl uns was davon, bitte. Ich habe die Zeit natürlich in der Pandemie, so wie viele Künstler, genutzt, Projekte zu suchen, die mir Spaß machen, und ich bin jetzt 41 Jahre alt und da kommen schon einige Geschichten zusammen, und dann habe ich mir natürlich überlegt, eine Autobiografie wäre doch wirklich spannend, und habe ein Buch geschrieben mit vielen privaten Geschichten, natürlich auch viel Musik drin, aber was ich besonders spannend für mich finde, ist, dass ich jedes Kapitel mit einem QR-Code versehen habe, und die ganzen Videos, die wir gerade auch gesehen haben, wo ich so ein kleiner Steppke bin, die habe ich alle von Super 8 und VHS-Kassetten aus meinem Privatarchiv in dieses Buch mit reingetan, und das ist wirklich eine richtige Reise für mich, emotionale Reise für mich auch gewesen, dieses Buch zu schreiben. Und ich bin wirklich sehr stolz darauf und freue mich, dass ich das so gut hinbekommen habe. Schön. Echt ein Herzensprojekt. Schön, das freut mich sehr. David, du hast mit 11 Jahren hast du die Schule verlassen, hast einen Privatlehrer bekommen, hast dich dann total auf die Musik und das Instrument konzentriert. Ja. Dann mit 20 Jahren ging es nach New York. Mhm. War das auf dem Konservatorium? Wie kann man sich das vorstellen? Das Ganze hat $25.000 gekostet. Sehr teuer, ja. Wo kam das Geld her? Das ist richtig, was du sagst. Mit 11 Jahren erstmal Privatunterricht, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich habe dann mit 18, 19 Jahren das Gefühl gehabt, ich brauche eine musikalische Ausbildung. Und da gibt es eine ganz bedeutende Schule, die heißt Juilliard School. Das ist so die berühmteste Musikakademie weltweit. Und habe mich da ohne
dass meine Eltern es wussten, mich da eingeschrieben und habe natürlich nicht den finanziellen Support dann von meinem Papa gehabt. Es hat aber gar nichts gestört, denn ich habe viele schöne Jobs in diesen 4 Jahren außerhalb der Musik. Was hast du da gemacht alles? Ich habe gemodelt, ich habe in der Bücherei gearbeitet, ich habe als Club-Promoter die Nacht zum Tag manchmal auch gemacht. Ein ganz spannender Beruf, aber er hat das Studium finanziert. Und es geht ja wirklich um Mittel zum Zweck im Endeffekt im Leben. Und da war ich mir für gar nichts zu schade, sondern ganz im Gegenteil, die Musik war mein Leben und ich wollte das so gut wie möglich hinkriegen. Und du hast recht, war natürlich eine Riesensumme zu stemmen jedes Jahr ohne Hilfe. Und ich habe das dann irgendwie geschafft. Vielleicht sogar, Gott sei Dank, haben meine Eltern nicht gesagt, wir übernehmen die Kosten. Da war mein Ehrgeiz erst richtig geweckt. David, kann auch mal gut sein. Du hast es dann geschafft, du bist durch die Decke gegangen, gehörst zu den erfolgreichsten Musikern, auf die wir auch hier stolz sein können. Und Dankeschön, Giovanni. Du bist jederzeit hier in meiner Show willkommen. Grazie mille. Giovanni, großer Respekt. Ich finde das ganz großartig, was du machst. Grazie. Wirklich, wirklich eine tolle, tolle Show. Und ich glaube, so ein Kaliber haben wir im deutschen Fernsehen lange vermisst. Machst toll. Danke sehr. Tausend Dank. David Garrett. Manche Sachen muss man einfach kurz im Raum stehen lassen. Danke sehr. Wir feiern jetzt weiter, denn der Schlager-Titan feiert 50-jähriges Bühnenjubiläum. Und wir haben ihn gefunden, den historischen Moment, als es bei ihm losging. Es war der 15. April 1972, pünktlich um 18.45 Uhr. Da war es soweit. Der erste Auftritt von Bernhard Brink bei der Dieter Thomas Heck Show in der Hitparade in ihrem ZDF. Die Startnummer aus ihm, ein neuer Name auf dem deutschen Schallplattenmarkt, Bernhard Brink. Mal steigt der Dollar und mal fällt er wieder, wer soll das noch verstehen? Überall schwanken die Kurse der Börsen und das Geld der Welt. Über dir auch, ich liebe das, was zu machen. Das war wahrscheinlich der Moment, als die Eltern auch verstanden haben, ähnlich wie bei dir, dass es nur mit der Musik weitergehen kann und nicht mit dem Jurastudium und nicht vor Gericht oder in der Kanzlei. Ich bin froh, wir sind froh, dass er diesen Weg eingeschlagen hat. Er liebt das Leben und bringt es zusammen. Lieben und Leben. Hier ist Bernhard Brink. Bernhard Brink, vielen Dank. Auf 50 weitere Jahre. Grazie mille. Tausend Dank, Bernhard Brink und Band. Grazie ragazzi. Ja, und wir freuen uns jetzt auf einen sehr, sehr besonderen Moment, auf Ladies, die Musikgeschichte geschrieben haben. Vor 21 Jahren waren sie Deutschlands erste Castingband und es wurde eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. 4 Nummer 1 Alben, jede Menge Top Ten Hits und sie haben wirklich alle Preise gewonnen, die man nur gewinnen kann. Pünktlich zum Jubiläum letztes Jahr waren sie wieder da, allerdings nicht mehr zu fünft. Zu fünft war der Anfang, jetzt zu viert. Eigentlich, denn nur heute Abend werden sie zu fünft auf dieser Bühne stehen. In den letzten Tagen wurde viel spekuliert, wer ist der fünfte Engel? Und ich kann Ihnen ein paar Namen vorlesen, die bei uns bei Instagram aufgetaucht sind. Kerstin Ott. Michelle Hunziker. Senna von Monrose. Angela Merkel. Die hat Zeit, ich weiß, aber trotzdem. Aber wir sind gespannt, wer der fünfte Engel ist. Ich kann nur sagen, ich freue mich sehr auf alle fünf. Hier sind sie mit einem großen Hit-Medley. Die No Angels! Let's go, Dad! I wanna be loved, only stronger.
don't know how to be a part of this game. We don't want to talk about the reason, but it's true, we are not the same. I bet you think what we had is like a picture with no frame. Baby, don't worry and remember, the right people know our name. You try to figure out, is it real, is it show? Stuff, 'cause you don't know the things I know. Don't ask me what it's all about, you've gotta understand. Do the things we wanna do, we chose to, we're trying to be as real as we can. There's something about us, straight from the heart. We belong together right from the start. Destiny told us, there is no doubt. Respect is what it's all about. Vielen Dank. Dankeschön. Komm zu mir. Oh yeah. Oh mein Gott. Ich fühle mich wie bei der Dome wieder 20 Jahre zurückversetzt, ja, oder? Aber mit etwa, also erwachsenerem Publikum. Ja, das stimmt. Also das Publikum, das vor 20 Jahren bei der Dome war. Die sind jetzt hier. Naja, wir sind wer war schon mal bei der Dome früher? Yes. Nimm Platz bitte, ich freue mich so sehr, euch zu sehen. Caroline, Mama Mia, was für ein Engel. Ja, oder? Boah. Guck mal. Aber alle, ich meine, wie sehen die aus, die Mädels? Das ist ja unglaublich. Ist die Zeit stehen geblieben vor 20 Jahren? Bitte, nimm Platz. Ich freue mich so sehr, dass ihr da seid. Ja, danke. Wie ist das passiert? Wie bist du zum Engel geworden? Alle haben sich gefragt, wer ist es? Und auf einmal kommst du um die Ecke und haust hier. Also man kann nicht, konnte wirklich nicht unterscheiden. Also wirklich, weil ja, schön mit, weil wirklich wundervoll mitgesungen, weil auch... starke Performance, also wie wirst du zum Engel? Wie wird man zum Engel? Wir haben uns tatsächlich kennengelernt, ja in meiner Show, in der Caroline Kebekus Show kamen die No Angels und wir haben so ein geiles Medley performt, das war schon nicht von dieser Welt. Ja. Und dann haben wir schon gemerkt, das funktioniert irgendwie ziemlich gut. Ja, es flucht, ja. Und dann haben die No Angels natürlich sofort zugesagt, als ich sie gefragt habe, ob sie bei meinem neuen Festival mitmachen würden, weil ich organisiere nämlich mit meinem Team ein brandneues Festival. Ein sehr besonderes in Festival. In Köln, genau, das Dix Festival. Pfingstmontag kommt alle nach Köln, 6.6. in den Kölner Tanzbrunnen. Und das Besondere an diesem Festival ist, es sind alles weibliche Acts. Also alles Künstlerinnen, weibliche Bands und wir haben fantastische Leute da. Es wird eine Riesenparty. Wir haben super Entertainerin. Wir haben Hazel Brugger ist auch da, Judith Holofernes ist da, Lea ist da, Luna, die No Angels, ich trete auf. Also, ihr könnt alle kommen. Wir save the date, würde ich total sagen. Das wird ein Riesen-Happening. Save the date. Was für uns aber wirklich großartig ist, dass wir tatsächlich halt fast mit diesem Festival unsere Live-Jahr beginnen, weil wir feiern ja 20-jähriges Jubiläum und das wird bis Ende dieses Jahres gehen. Yes. Und dann am 18. Juni ein paar Tage, kann man sagen, nach dem Festival sind wir dann in der Wuhlheide, schön, hier in Berlin. Und natürlich im Herbst geht es dann auf Tournee. Und ja, heute war so ein kleines Rehearsal. Ich werde mir alles ansehen. Ich werd mir das bei euch ansehen am 6.6. Ja, ich darf nicht auftreten, es sind ja nur Frauen. Aber wenn ihr einen Betreuer vor Ort braucht, ein bisschen, der ein bisschen... Oder? Ja, also ich bin ja in Köln, ich könnte ein bisschen helfen, ein bisschen unterstützen. Gebucht. Ich bin gebucht. Okay, ja. Okay, perfekt. Oh, ja. 6.6. Und Sie dann schauen wir uns natürlich auf der Tournee, kommen wir auch vorbei.
Ich freue mich tierisch, dass ihr damit hier mit dabei seid. Vielen lieben Dank. Es war wirklich für mich ein großer Flashback-Moment. Ich stand hier gerade wirklich wie 2001 bei der Dome. Nadja, dich sehen wir auch nochmal, abgesehen von den Angels und diesem wundervollen Festival, hier beim ZDF mit Bülent. Ja, genau. Nächste Woche. Und nicht nur mit Bülent, auch mit Conchita Wurst. Und wir haben eine Schule besucht und das Ziel war von diesem Projekt, wirklich ein Konzert, ein Programm einzustudieren mit den Kindern und ihnen dann wirklich ein Konzert, ein professionelles Konzert zu ermöglichen im Konzerthaus mit einem richtigen Orchester. Und Sinn und Zweck war natürlich, darauf aufmerksam zu machen, wie sehr der Musikunterricht und generell Kunstunterricht, Sportunterricht in den Schulen immer weiter verloren geht und wie sehr Kinder diese Förderung brauchen und wie es ihnen in ihrer Entwicklung hilft. Benachteiligte Kinder erlernen Instrumente und über die Musik entstehen dann wundervolle Dinge. Don't Stop the Music heißt das Ganze. Mit Conchita, mit dir, mit Bülent Ceylan. Nochmal ein großer Applaus, Caroline Kebekus und die No Angels. Ich danke euch von Herzen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, grazie mille. Endlich! Wir haben es geschafft, Amore. Wir kommen zu einem Künstler, der hat so viel Charme, Caroline. Wirklich? Der hatte Charme für alle auf dieser Couch. Ist eine Argentinier. Hat er rausgebracht ein schönes Album. Und keiner sagt, alles wird gut, so wie er. Hier ist Semino Rossi. Und Michael ist auch gleich. Das Leben läuft nicht nur geradeaus, nicht immer reicht es für Applaus. Doch eines weiß ich nur zu genau, wir alle machen das Beste draus. Denn nach jeder Nacht folgt auch ein Tag der Zuversicht. Die zwei brauchen sich, kein Schatten ohne Licht. Alles wird gut, alles wird gut. Glaub an die Liebe, das Leben, die Freiheit, denn du hast den Mut. Alles wird gut. Alles wird gut. Mein Optimismus und dein Verstand gehen Fenster ankommt, Hand in Hand. Sie sind die Helden in dieser Zeit, halten zusammen und kommen weit. Denn jeder Wind dreht mal und jedes Mal geht da ein bisschen mehr. Siehst du es nicht, dein Schatten ohne Licht? Alles wird gut, alles wird gut. Glaub an die Liebe, das Leben, die Freiheit, denn du hast den Mut. Alles wird gut, alles wird gut. Glaub an die Freundschaft und schenke Vertrauen. Glaub an die Liebe, das Leben, die Freiheit, denn du hast den Mut. Alles wird gut, alles wird gut. Glaub an die Freundschaft und schenke Vertrauen, davon gibt's nie genug. Was auch passiert, was du auch tust, alles wird gut.
für dich. Grazie mille, grazie Semino. Sie kennen es. Sie müssen es kennen. Eine Zeitreise ist das, das Ganze. Wenn man sich an Titel erinnert, an Songs erinnert, die einem irgendwann mal in den letzten Jahren, Monaten, Jahrzehnten über den Weg gelaufen sind, die man gehört hat, besondere Erinnerungen, wie an Düfte zum Beispiel. Und so ist das mit Musik genauso. Es gibt den Titel, der dich an deinen ersten Kuss erinnert, den Titel, der dich an deine erste Autofahrt erinnert, an deinen ersten Urlaub alleine, an deinen ersten Urlaub mit den Eltern, an das erste Mal das gebrochene Herz, an das erste Mal feiern mit den Jungs oder mit den Mädels. Es gibt sie, diese Musik, die wir immer verbinden damit, mit dem, was in unserem Leben geschieht. Und jetzt bekommen sie von uns die schönste Zeitreise, die man im deutschen Fernsehen erleben kann. Ganz speziell für Sie zu Hause und hier im Saal unsere musikalische Zeitreise. Fliegen Motten in das Leben.
da, die da am Eingang steht? Oder die da, die dir den Kopf verdreht? Ist es die da, die mit dem dicken Pulli an? Mann, nein, es ist die Frau, die freitags nicht kann. Ist es die da, die da, die da, die da, die? Ist es die da, die da, die da, oder die da? Ist es die da, die da, die da, die da, die? Oder die da? Nein, freitags ist sie nieder. Die da, die da, die da, die da, die? Ist es die da, die da, die da, oder die da? Die da, die da, die da, die da, die? Oder die da? Nein, freitags ist sie nieder. Die da, die da, die da, die da. Die da, die da, die da. Die da, die da, die da, die da, die? Oder die da? Nein, freitags ist sie nieder. Die da, die da, die da. Die da, die da, die da. Vielen lieben Dank, grazie. Ich danke euch von Herzen. Grazie mille. Bitte sie gerne abgehen. Grazie mille. Beatrice Egli, Mike Leon Kosch, Pietro Lombardi. Schönes Ding, hat Spaß gemacht. So. Und die Zeitreise, vielen Dank, geht weiter. Sie geht weiter, denn jetzt werden Kindheitserinnerungen wach, das verspreche ich Ihnen. Der bekannteste Komponist, Texter und Sänger von Familienmusik im gesamten deutschsprachigen Raum wird demnächst 75 Jahre alt und wir wollen ihn richtig hochleben lassen. Machen Sie sich bereit für den ein oder anderen Ohrwurm. Andiamo. Du da im Radio? Hey, was ist denn hier los? Was diesen Mann kennt wirklich jedes Kind. Und seine Lieder sowieso. All das mag ich. Und ganz doll. Rolf Zuckowski. Auch er hat mal klein angefangen, bevor er ein ganz großer für die Kleinen wurde. In der Weihnachtsbäckerei. Ein Weihnachten ohne ihn, möglich, aber praktisch sinnlos. Mit Gitarre, Empathie und viel Fantasie erfindet er geniale Songzeilen wie diese. Ich wollte nie erwachsen sein, zu spät.
zu spät. Und da es nie zu spät ist, schreibt Rolf Zuckowski schließlich auch Songs nur für Erwachsene. Könnten wir mit Kindern leben, wir Optimisten. Rolfs Musikfamilie wächst ständig. So singt Kerstin Ott schon mit 9 bei ihm im Chor. Und auch Popstar Sascha wird voller Freude aufgenommen. Denn Rolfs Sohn Ali hat als Musiker und Komponist viele Sascha-Songs mitgeschrieben. Überall. Rolfs Tochter Anushka lebt schon immer fürs Singen, am liebsten mit ihrem Papa. Rolf Zuckowski, ein großer Musikpoet. Und wir haben uns gewünscht, dass er heute zu uns kommt. Und hier ist er, Rolf Zuckowski! Oder ist doch ein schöner Empfang. Wir haben alles schon mitgezogen. Unglaublich. Ja, unglaublich. Berechtigterweise wow. Standing Ovations, würde ich sagen. Machen wir mal. Danke. Ich glaube, es geht euch allen genau wie mir. Ich bin mit deiner Musik groß geworden. Wie oft hörst du das? Immer wieder gern und fast jeden Tag. Aber noch lieber höre ich ehrlich gesagt, ich bin mit deinen Liedern durch mein Leben gegangen. Sogar durch kritische Zeiten, so wie jetzt. Ich schaff das schon, ich schaff das schon. Ja. Ist im Moment auf Platz 1 der TikTok-Hitparade. Also kaum zu glauben. TikTok? Ja. Da bist du weiter als ich. Ich habe nicht mal einen Account bisher. Aber wichtig ist, dass die Lieder gesungen werden. Und zwar durch die Generationen hindurch. Es ist ein Geschenk des Himmels. Ich bin so dankbar dafür. Dankbarkeit ist sehr, sehr wichtig. Vielen lieben Dank, Rolf Zuckowski. Rolf, wann war dir bewusst, dass du... Dass es so einen Bedarf an Familienmusik gibt, dass es nicht vielleicht zeitgemäße Lieder gibt? Oder wann fing es bei dir an? Wir sind sehr früh Eltern geworden. Meine Frau war 21, ich 24. Und unsere Anushka, die man eben ja auch mit dem Wunderland-Lied im Film gesehen hat, die hat sehr früh die traditionellen Kinderlieder gesungen. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach und alle meine Entchen. Und es hat uns so glücklich gemacht, sie singen zu hören, bis mir auffiel, dass die Lieder mit ihrem Leben in der jetzigen Zeit, in ihrer Kindheit, wenig zu tun haben. Und dann haben wir angefangen, gemeinsam Lieder zu schreiben. Hand in Hand, zum Beispiel Zebrastreifen, Zebrastreifen. Mancher wird dich nie begreifen. Und plötzlich gab es dann die Lieder durch ihr Leben und auch das ihrer Brüder und natürlich das der Eltern. Schön. Ich wollte nie erwachsen sein. Bei Tabaluga, gesungen von Nesaya, ist ein ganz, ganz großer Hit, den du geschrieben hast. Eines deiner bekanntesten Lieder. Da gibt es aber für die Schildkröte, die das gesungen hat, Nesaya, gibt es ja ein menschliches Vorbild. Oh ja. Also ich habe mit Peter und einigen anderen diese Geschichte von Tabaluga vorerfunden. Und als sie fast fertig war, gab Peter mir eine Kassette, eine Musikkassette. Ihr wisst noch, was es ist, ne? Eine Musikkassette. Und darauf sang er ohne Text. Und ich habe gedacht, in diesem Rocker, der in der Lederkluft zu mir kam, steckt ein weicher Kern. Ja. Und daraus ist das Bild der Schildkröte Nesaya geworden, die gesagt hat und gesungen hat, ich wollte nie erwachsen sein. Ach, wie schön. Rolf, eigentlich hattest du schon vor Jahren gesagt, du willst nicht mehr, du möchtest nicht mehr unbedingt auf die große Showbühne. Jetzt bist du nicht nur zu Gast bei uns, du wirst tatsächlich auch noch performen, was mich sehr, sehr glücklich macht, gemeinsam mit zwei sehr, sehr, sehr lieben Kollegen. Wir haben Kerstin Ott, haben wir bereits schon als Kind in deinen Reihen da stehen sehen. Ja. In Dithmarschen, da wo sie zu Hause ist, haben wir Konzerte gegeben. Und sie hat übrigens gesungen, ich schaff das schon. Und das könnte ihr Lied sein. Und sie hat es auch geschafft. Sie hat so viel geschafft. Kerstin, Wahnsinn. Und noch ein weiterer Kollege kommt. Solange ich den ankündige, würde ich dich bitten, schon mal zur Showbühne zu gehen. Da bin ich gespannt. Na, ich ahne es ja schon. Du ahnst es schon. Ich ahne es ja schon. Kerstin, ich komme zu dir. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Aber es gibt nämlich noch einen weiteren lieben Kollegen, der mit Rolfs Sohn Musik macht. Sehr, sehr lange schon und auch schon sehr erfolgreich. Und wir lieben ihn sowieso. Hier ist, gemeinsam mit Kerstin und Rolf, Sascha! Ich wollte mir... Ich wollte nie erwachsen sein. Immer mich zur Wehr gesetzt.
Von außen wurde ich hart wie Stein. Und doch hat man mich oft verletzt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Unten auf dem Meeresgrund, wo alles Leben ewig schweigt, kann ich noch meine Träume sehen, wie Luft, die aus der Tiefe steigt. Nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Ich spür durch die Dunkelheit und warte auf das Morgen. Dann spiel ich mit dem Sonnenstrahl, der Silbung sich im Wasser bringt. Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Erst dann, wenn ich's nicht mehr spüren kann, weiß ich, es ist für mich zu spät, zu spät, zu spät. Danke, Peter Maffay. Sascha Roy-Zukowski. Rolf, am 12. Mai, dein 75. Geburtstag. Wir gratulieren noch nicht, wir sagen danke für deine Musik, danke von Herzen. Du musst wiederkommen. Irgendwo tief in mir. Ihr seid alle wundervolle Kinder, danke schön. Roy-Zukowski, grazie mille. Was für ein schöner Auftritt. Danke auch nochmal an Sascha und an Kerstin und an unsere Liveband. Grazie. 1990. Hat Roland Kaiser einen riesen Hit gelandet mit einem sehr, sehr großen Song. Im selben Jahr gab es diesen Titel in genauso erfolgreich aus Italien. In Italien ging Toto Cutugno damit beim ESC an den Start und er gewann den ESC mit Insieme, unite, unite Europe. Und dann kam der Kaiser und machte Extreme. Und deshalb liebe ich dich und deshalb liebe ich ihn. Hier ist Roland Kaiser! Jeden Tag aus.
geweint. Wir stritten uns auf Teufel komm raus. Versöhnt, wir lagen uns in den Armen. Oh, oh, oh. Extreme gehen bei uns ein und aus. Der Kaiser ist da, Freunde. Giovanni. E conte, così lontano e diverso. Conte, amico che credevo perso. Io e te, sotto lo stesso sogno, insieme. Und Berlin singt. Und im Stille der Nacht zerreißt der Schmerz in mir fast meine Seele. Ich will Vergeltung liefern und meine Wut schnürt wie ein Strick meine Kehle. Doch da sind auch noch Gefühle, die mich durchfahren wie Züge. Extreme. Und trotzdem lieb ich dich. Ja, das ist das Dilemma. E per te, donna senza frontiere. Per te, sotto le stesse bandiere. Letzte Eitelkeit, du und ich, Extreme. Und trotzdem lieb sie dich. Ja, danke schön, haben wir gerade noch korrigiert. Und in der Stille der Nacht lass ich die Zeit mit dir Revue passieren. Auch ich hab viel falsch gemacht und werde dich so wie du bist akzeptieren. Du bist zum Last meine Seele, mit der ich sterbe und lebe. Oh, oh, oh. Extreme. Und deshalb lieb ich dich. Du bist zum Last meine Seele. Du hast es angestellt. Roland Kaiser! Vielen Dank. Eine große Ehre. Danke dir. Es hat viel Spaß gemacht. Danke schön. Tausend Dank. Danke dir. Ganz meinerseits. Danke schön. Grazie mille. Roland Kaiser, bis gleich, Roland. Wir sehen uns gleich wieder. Meine Damen und Herren, wir freuen uns jetzt auf den Gast mit der längsten Anreise von allen. In den USA sagt man vom Tellerwäscher zum Millionär. Für unseren Kanadier gilt vom Hochzeitssänger zum Weltstar. Dieser Mann ist der pure Wahnsinn. Sänger, Entertainer, Weltstar, Michael Bublé. Der Kanadier macht mehr als High, er macht Higher. Er mischt mühelos Swing mit Pop, verbindet eine starke Stimme mit viel Sexappeal und Witz. Er kommt einfach an. 4 US-Grammys, 7 Top-10-Alben in Deutschland, 8 ausverkaufte Welttourneen, eben ein echter Superstar. Und heute ist er hier, der großartige Michael Bublé. I'll never not
love you. Ladies and gentlemen, Michael Bublé! Every time my hand reaches for yours, I feel the hesitation. I'm sure that you're not sure. Every time your lips kiss on mine, I taste the indecision and it's messing with my mind. I know this part of you. Terrified to love again, but I promise to the end I'll never run. I'll leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you. And no matter diving in the deep, are you standing at the shoreline? All the waves are at your feet. Trust will never happen overnight, but if you give me more time, I swear you'll see the light. I know there's a part of you that's terrified. Love again, but I promise to the end I'll never run. I'll leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you right. I'll stand by you, and no matter. That is terrified to love again, but I promise to the end. Michael, this was so good, man. That was so much fun, dude. You had fun? Yeah. Thank you so much. Yeah, you guys were amazing. Ihr wart alle große Klasse. Ich glaube, wir haben ihn vermisst in Deutschland, oder? I miss you too. Man. Ich habe euch auch vermisst. I gotta tell you, it's been a long ich muss sagen, es ist schon lange her. Das ist das erste Mal, dass ich hier wieder auf der Bühne stehe. Mit euch, ihr wunderschönen Menschen. Es ist schön, dass wir wieder eine Verbindung haben. Mit euch, als Publikum. You told me. We were talking. Wir haben gesprochen diese Woche. I'm gonna make it in German. Wir haben gesprochen diese Woche. Wir haben uns Mittwoch getroffen, haben gequatscht und du hast mir gesagt, ohne dass irgendeine Kamera dabei war, dass dein aktuelles Album, es kam erst vor wenigen Tagen, Higher, auf dem auch I'll Never Not Love You zu hören ist, das beste Album ist, das du jemals mitgeschrieben hast, veröffentlicht hast. Warum? Well, I think
Ich glaube, jedes Album, das wir zwei machen, ist ja ein Polaroid-Foto, eine Momentaufnahme unseres Lebens zu diesem Zeitpunkt. Und ich glaube, das ist das perfekte Bild von dem, was gerade läuft. Ich bin dankbar, ich bin froh, ich bin glücklich und ich war einfach bereit, mich zu öffnen und wunderschöne Musik für die Leute zu schreiben. Ich weiß, dass die Welt und ich Hoffnung brauchen und ich musste wieder klarkommen. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, das zu machen. Thanks, man. No, man, thank you. Wundervolles Album Higher von Michael Bublé. Der Titelsong deines Albums Higher hatte einen wirklich besonderen Songwriter, der dir die Noten vorgesungen hat. Wie hast du ihn bezahlt? Mit Süßigkeiten? Yeah, so my seven-year-old son. Ja, mein 7 Jahre alter Sohn. Ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber der hat mitgeschrieben. Jetzt klingt es noch komischer, aber ich habe die gebadet, die Kinder, schön Shampoo, Conditioner, wie man es so macht. Und mein 7-jähriger Sohn sagt, Papa, ich habe dir einen Song geschrieben. Und ich sage, okay, sing doch mal vor. Und er hat gesungen. And I get high, oh, when you move that. I said, dude. Ich sag, Mensch. Alter, das ist echt toll, der Song. Und ein paar Monate später habe ich mit Ryan Tedder komponiert. Wir saßen im Studio und habe gesagt, Ryan, hör mal zu, mein Junge hat hier was geschrieben und der fand das toll. Und er hat gesagt, nehmen wir. 35 Minuten später wusste ich, wir haben einen Hit. Und ich habe meine Frau angerufen und habe gesagt, hör zu, wir machen einen Song. Und sie fuhr da irgendwo mit einem Van rum. Ja, ich habe einen Van. Ich bin ja Papa. Ich brauche ein großes Auto. Und sie sagte, ja, natürlich machen wir den Song. Und ich habe das von hinten von ihm gehört. Wie viel Geld kriege ich dafür? Das wollte er wissen. It's not only sweets. Nicht nur Süßigkeiten. Michael, du hast italienische Wurzeln, genauso wie ich. Deine Frau ist Argentinierin, Südamerika. Meine Frau ist Brasil. She changed. Ah, she's there now. She was there the whole time. Hey. Die war die ganze Zeit she da. She can't wait. You know, I was so excited to meet you tonight. Es war so schön, dich heute Abend mal kennenzulernen. Ich habe mal gefragt, wo bist du denn überhaupt? Es ist toll, dass du hier bist. Können wir uns mal unterhalten? My wife is from Brazil. Yes. So, what do you think? Where is more trouble in the house? Where is it louder? Wo kracht es häufiger? In Italien oder in Brasilien oder Argentina? Ich glaube, die sind alle sehr leidenschaftlich, die Damen. Das glaube ich schon. Michael, you told me, du hast gerade gesagt, sorry, it's difficult to talk to a guy that speaks American. I like that you just spoke English. Aber ich finde das toll, dass du gerade Englisch mit mir gesprochen hast. Michael, du hast einen Song veröffentlicht, 2005 ist es, glaube ich, gewesen, der dich zum absoluten Weltstar gemacht hat, vor vielen, vielen Jahren. Für dich war es damals ein Traum, vom Hochzeitssänger zum großen Weltstar zu werden. Ich kann dir sagen, ich mache seit derselben Zeit ungefähr, du hast 2002, 2003 ging es bei dir los, bei mir genauso damals mit dieser Band, von der ich dir erzählt habe. Für mich ist es genauso ein großer Traum, diesen Titel heute Abend mit dir zu singen, wie für dich damals ein Weltstar zu werden. Ich bin sehr stolz, das mit dir machen zu dürfen. Oh, you're a beaut. Thank you. I swear. Vielen Dank. Das ist wirklich total süß. Wow, this is, you know. I mean that. Ich meine das ernst. Wir haben uns zum kennengelernt vor ein paar Tagen. Du bist echt total toll und wir verstehen uns super. Das hat richtig geklappt. Und ich habe gesagt, das ist ein unglaubliches Gefühl, hier in dieser riesigen Fernsehshow aufzutreten, in einem wichtigen Land, für mich wichtigen Land hier. Und ich fühle mich hier richtig wohl. Und wir zwei, wir sind wie Brüder. Ich finde das toll. Ich habe den Song vor langer Zeit geschrieben und ich freue mich, ihn mit dir schön darbieten zu können. Es ist mir eine absolute Ehre. Dass ich das mal ankündigen darf. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Michael Bublé und Giovanni Zarella mit Home. Thanks, brother. Light up those phones for me, kids. Alle Lichter. Another summer day has come and gone away in Paris or Rome, but I wanna go home. No. Sono circondato da mille persone, ma
fa male perché non sto insieme a te. Con Michael Bublé. And I've been keeping all the letters that I wrote to you. Each one a line or two. I'm fine, Gio, how are you? Le manderei, ma forse sono troppo semplici. Parole un po' fragili. Ti meriti più di così. Viaggio e poi verso i sogni miei, ma adesso vorrei tornare da te, tornare a casa da te, a te. Let me go home, 'cause I'm just too far from where you are. I gotta go home. Mare da Montana, Michael Bublé. E lo so che ti sembrava incredibile, ma adesso io sono qui. Che bello sorprenderti. And then you could not come along with me, 'cause this was not your dream. Would you always believe in me? È un'altra notte ormai, è andata, ma vorrei ancora stare con te, a casa da te, a un passo da te. I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Just let me go home. Baby, I miss you, you know. Io tornerò. A casa da te non piangere, ritornerò. Tonight. I'm coming back. I'm coming back. Home. Love you, man. That was great, man. You sound good together, man. Oh. Zusammen, Michael Bublé sagt, wir klingen gut zusammen. Thanks, man. It's a trademark. My pleasure, dude. Thank you so much. Thanks, everybody. Komm her zum Lügen. Danke, Leute. Your guest, Michael Bublé. Komm jederzeit wieder. Das neue Album Higher, jetzt draußen. Thank you so much. Michael, love you, brother. Michael Bublé! Mehr von unseren Stars bekommen Sie natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal. Entschuldigung, das ist ein bisschen, war ein bisschen viel für mich heute Abend. Mehr von unseren Stars bekommen Sie natürlich auch auf unserem Instagram-Kanal. Da lüften wir auch das ein oder andere Geheimnis. Und jetzt ist der Moment gekommen, auf den wir alle gewartet haben. Bisher war es wirklich schon ein Feuerwerk. Und ich danke euch hier im Velodrom, dass ihr uns so durch diesen Abend getragen habt. Ich hatte eine wundervolle Zeit. Danke von Herzen. Der erste neue Song von Andrea Berg nach 4 Jahren. So lang mussten ihre Fans wirklich noch nie auf neue Musik warten. Und es ist eine Reise, kann man so sagen, durch die Songs, die ihren Weg, ihre Straße gepflastert haben. Ich würde es wieder tun. Das sagt sie und das singt sie. Hier, heute Abend bei uns, die große Weltpremiere. Dann im Sommer eben unser großes Festival am 6. August. Dann hier im ZDF. Ich freue mich, dass sie heute Abend bei uns ist. Andrea Berg, ich würde es wieder tun.
Ich würde es wieder tun, Andrea Berg. Und wir tun es definitiv wieder in wenigen Wochen zum 30-jährigen Jubiläum, dann hier bei uns aus Asbach das Ganze. Großes Festival, das wird wunderschön mit vielen Überraschungsgästen. Kerstin Ott, Maite Kelly, ich darf mit dabei sein, die wundervolle Andrea natürlich allem voran. Vielen Dank, Andrea, was für ein schöner Abend mit dir. Grazie, danke von Herzen. Ja, was kann nach der Queen des deutschen Schlagers überhaupt noch kommen? Na wenn, dann nur noch der Kaiser. Ich bin mir sicher, wenn Sie irgendwo in Deutschland nachts um drei wildfremde Menschen wecken, die können einen Titel vom Kaiser sofort singen. Sofort. Und statistisch gesehen, lieber Roland, hat jeder Deutsche mindestens eine Schallplatte oder eine CD von dir zu Hause. Ich auch. Mehrere habe ich von dir zu Hause, natürlich. Ich freue mich sehr auf dieses große Finale mit dem Größten. Roland Kaiser! Dazu ein Spitzenrosé. Du triffst mich immer da, wo's weh tut. Die Vorsätze stolpern in dein Dekolleté. Gefühlte tausend Tage Sehnsucht. Vergessen ist, was war. Wir sind wieder da. Kurios, heute Nacht spielen wir wieder erste Liga. Das wird ganz groß. Unter Sternenfeuern rauschen wir ins Morgenrot. Kurios ist mir jedes Mal eine Ehre, gerne wieder. Sehnsucht tabu. Und ja, ich weiß Bescheid, die Liebe spielt ihr Spiel auf Zeit. Der Tag wieder Leben für mich. Weil du mich brauchst, ist die Nacht wieder Leben für mich. Was du mir gibst, hab ich niemals zu träumen gewagt. Du hast in mir ein erloschenes Feuer entfacht. Dich zu lieben, dich berühren, mein Verlangen, dich zu spüren, deine Wärme, deine Nähe, weckt die Sehnsucht in mir auf ein Leben mit dir. Du bist die Frau, die jedes Lächeln, jede Zärtlichkeit an mich verschenkt. Du bist die Frau, die alles gibt, was man Liebe nennt. Jetzt bleib ich allein, um keinem Gefühl verpflichtet zu sein, nie mehr. Doch irgendwann ist mal wieder alles zu spät, wenn eine wie du auf einmal vor einem steht. Maßlos, haltlos, bis sich im Kopf alles dreht. Ich glaub, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass man so total den Halt verliert. Ich glaub, es geht schon wieder los und wird doch nie vorbei sein, wenn man so die Lust auf Leben spürt. Ich glaub, es geht
allein auf ne Party geh. Du solltest nicht so nah bei mir stehen. Du solltest nicht. Ich sollte nicht. Wir wünschen, dass wir beide alleine sind. Du solltest nicht so weich dich im Takt umdrehen und mir dabei so heiß in die Augen sehen. Du solltest nicht. Ich sollte nicht. Wir beide sollten und sollten uns nicht so wollen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Mit einem Hauch von fast nichts an. Wer wollte dich nicht verführen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Die Schatten, die mit euch. Danke von Herzen. Ich hoffe, ihr habt ihn genossen. Wir sehen uns schon wieder am 6. August, dann geht's hier weiter. Grazie mille, tausend Dank. Alles Gute und vergesst nicht, la vita è bella, das Leben ist schön. Ciao ragazzi. Grazie. Zu dieser Sendung ist die CD im Handel erhältlich.